Und damit begrüße ich euch herzlichst zu Gears of War 1 in Part 6. Mein Gott, ich will hier durch. Hier ist ein Berserker. Ja, was ein Berserker ist, habt ihr vielleicht in der letzten Folge schon gesehen, im Schatten. Das hat den jungen Mann hier ziemlich zerfetzt. Und irgendwie müssen wir jetzt weiter. Hier durch wollen die mich nicht lassen. Wahrscheinlich darf ich hier nicht durch. Ich hab Angst. Berserker sind voll doof. Moment, muss ich hier nachladen? Nein. Also Berserker können wir nur vernichten, der Hammer. Der Morgen. Wir müssen sie leider dazu bringen, uns zu folgen. Oh. Das ist ein Viech, ey. Wo bist du? Sei bitte ganz weit weg. Ganz weit. Sein. Leise. Hier haben wir was. Oh Mann. Leise, Alpha. Ganz leise. Frag-Granaten. Habe ich schon. Aha. Boah. Ist sie dahinter? Oh. Okay. Ich muss ja hier durch. Gott! War ich das gerade? Ich muss nur läscher bleiben. Das wird ganz... Du Scheiße! Ich hasse dieses Viech. Ich hasse dieses Viech. Oh, da ist ein Tor. Tür. Nein. Ah? Hier hin. Dicker hier hin. Genau. Oh. Daneben. Wow. Es darf mich zerfetzen. Na ja, Digga. Jetzt nochmal hier durch. Naja. Komm, Schatz. Alles klar, und ganz schnell durch. Scheiß auf meine Freunde. Hier hin. Ja, jetzt natürlich unter Zeitdruck. Komm her, Schatz. Hier hin. Alles klar. Ja. Da bist du. Naja. Vielleicht schon wieder das Anzug. Oh, du bist doof, Mädel. Sollte es hier rüber. Hat dich die Säule gestört. Oh, okay. Der Junge. Das schaffe ich. Blöde Kuh, ey. Zicke. Deswegen finde ich diese Pistole so gut. Man kann dann hier hinlocken. Ja, da kommt eine Säule. Halt irgendwas zerstört. Hier hin. Die Musik! Hallo! Ja. Okay. Die Säule? Oh. Fuck! Okay. Nein. Komm her! Alles klar. Hier hab ich was gesehen. Und wenn ich abkacke, scheißegal. Oh, jetzt wird's wild. Oh, ich bin draußen. Haben wir eine Morgenröte. So. Raus mit dir. Komm her! Ich bin eine Fleckgranate. Du musst hier schon rüberkommen. Zack. Oh, vergiss. Dom, lass den Hammer kreisen. Das wird wehtun. Und haben. Gott.
Jetzt hab ich dich. Burn, Baby, burn. Das war doch nicht alles. Hallo? So, zurück zu dir. Zurück zu dir. Oh, fuck it. Dom, du alte Nudel. Nein, 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 nein. Wie soll ich ihn jetzt aufhalten? So, jetzt geht's. Boah. Miese Sch... Hey, Cole, Dick. Bert, alles klar. Zentrale, hier Delta. Bitte kommen. Ich höre dich, Markus. Colonel Hoffmann will dich sprechen. Wir sind bei Alpha und haben den Resonator. Sehr gut. Auf Weisung warten. Seid ihr wohl auf? Wir müssen hier raus. Es wird bald dunkel. Und? Delta, wir haben jetzt ein Sekundärziel. Sie werden den Resonator in der Lithia-Emulsionsfabrik westlich von Ihnen einsetzen. Sie tragen die Verantwortung, Sergeant Phoenix. Ab sofort. Sergeant? Verstanden. Die Raven können kommen. Negativ. Das Gebiet ist zu gefährlich. Sie müssen sich etwas überlegen. Hoffmann out. Typisch. Nicht die Schlauen werden befördert. Nein, stattdessen die Vollidioten. Sollen wir das zur Fabrik tragen, oder was? Nee, scheiß drauf. Ich hab ne Idee. Ach ja? Was denn, du Schlauer? Das reicht. Auf geht's. Welcher Plan? Du hast keinen Plan. Du erzählst nur Scheiße. Ein Plan. Wart's einfach ab, Arschloch. Ich würde mal so ein bisschen behaupten, dass der gute Bert ein ziemliches Arsch auch ist. Oh mein Gott, ey. Das ist ein Typ. Oh, ich mag ihn. Ein ganz sympathisch. Wahrscheinlich nicht direkt der Traum jeder Schwiegermutter, aber passt schon. Ja, jetzt kommen natürlich die Taktikbefehle. Nee, Moment. Das war genau hier und dann kann ich sagen, neue Gruppe. Geht klar. Also, dann komm. Anja. Hammer der Morgenröte funktioniert nicht. Das ist gut. Kann ich ja die Knarre ja wieder wegschmeißen. Nein. Gerade Geballere gehört, kann das sein? Na ja, gut, wir sind ja auch im Krieg, aber ich glaube nicht überall ist Kriegsgebiet, oder? Zentrale sind vor der Grabkammer. Die Emulsionsfabrik liegt direkt vor euch. Aber seid vorsichtig. Es nähern sich feindliche Einheiten und sie kennen eure Position. Verstanden. Super. So. Was hat man denn vorhin genommen? Rechter Pfad? Dann würde ich sagen, nehmen wir diesmal den linken Pfad. Bert und ich nach links. Ihr zwei nach rechts. Hört sich gut an. Ja, hier war ich noch nicht und ich glaube, in Bert war ich auch noch nicht unterwegs. Alles klar. Stimmt, ich bin hier runtergelatscht. Genau. Beim ersten Mal durchzocken, also halt. Ja, ein paar Mal. Hey, Kopf zu. Wir sind in feindlichem Gebiet. Ja, das wird hier kein Zuckerschlecken. Mann, das nervt! Dom, hier geht's nicht weiter. Versuch einen anderen Weg ins Gebäude zu finden. Verstanden. Er ist ja cool. Direkt die Bude zu. Blöde Architektur. Ja, super. Die meine ich mit den Boomern, die immer sagen Bum Bum. Bam. Das war's?
Mist, diese Typen sind fast so groß wie du, Cole. Ja, fast. Starke Scheiße. Die sind nicht nur groß. Die riechen auch komisch. So, Pfeffer. Er zieht sich zurück. Ja, er wartet ab. Hebt sich uns für später auf. Wie einen Snack. Völlige Scheiße. Glaubst du, ich mach Witze? Ich glaube, du bist scheiß verrückt. Das glaube ich. Oh, ist das nicht süß? Wie zwei Arschlöcher bei ihrem ersten Date. Das war jetzt gut. Ich sag ja, ist doch geil. Ah, Jungs, ey. Cole, du hast auch super Sprüche, ey. Ja, mit dem Korpser ist jetzt wenig lustig. Das ist also diese Riesenspinne. Ich hasse die. Ich kann auch gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich dieses Viech hasse. Erdschleicher. Erdschleicher, ganz genau. So, Digga. Kopf hoch, danach Kopf ab. Schön. Wo schmeißt du denn den Frank hin? Das ist wahrscheinlich hier hoch. So geht das. Ist nix. Hier, hier ist Tür zu. Ist hier überhaupt kein Hundemarke? Weil den Weg bin ich noch nicht gegangen. Vielleicht ist hier einer versteckt. Hallo. Hier nicht? Da auch nicht? Ja, man sollte. Schalämmchen. Oh, hier ist ja echt tote Hose. Na gut, dann gehen wir weiter. So, ich hatte dich sehr lange nicht mehr. Oh, Scheiße. Das war sicherlich der Korpser. Oh, fertig. Jetzt noch geballert. Ach, da. Bleib mal wunderschön. Zack. Oh, das klingt nach Maschinengewehr. Komm mit, alte Hütte. Wir räumen da hinten mal auf. Nein, ich dachte schon, weil es so blau leuchtete. Ratatouille. Dazu gleich gehen, wenn ich mit euch fertig bin. Uah. Ist die Leine. Du Kriecher! Aus dem Weg. Fetz! Formieren! Verstanden! Kommen jetzt noch eine Horde? Wenn ich das Maschinengewehr in der Hand nehme? Das kann durchaus möglich sein. Ich glaube, hier hatte ich ja schon meinen Hundemark. Ich glaube, hier war einer versteckt. Nickes. Ach, ich weiß jetzt. Gehen wir hier durch die Tür? Oder wollen es wenigstens? Hallo? Ich benötige Hilfe hier. Wir müssen hier raus. Wenn ihr einen Plan habt, bitte raus damit. Ich kenne jemanden, der hier draußen lebt. Der hat ein Fahrzeug. Ein beschissener Junker. Läuft aber. Was? Du kennst einen von diesen Gestrandeten? Jo, da vorne ist dein Lager. Also, du hängst mit Gestrandeten rum? Ich hänge nicht rum, Penner. Ich suche jemanden. Halt die Klappe, Bert. Los, weiter. Was? Was sagte ich? Ich bin sicher, ein paar von denen sind nett. Vielleicht auch nicht. Achso, schon offen. Ich dachte, jetzt kriege ich bestimmt die Horde von Angriffen. Das habe ich, glaube ich, beim ersten Zocken auch so gedacht. Ist natürlich nichts draus geworden, aber spielt keine Rolle. So, wen sucht Dom? Natürlich, das war seine Frau. Das war immer... Eine Marke. So, jetzt mal eben kicken. Ich weiß nicht, ob ich hier schon die Hundemarke habe. Aber ich will sie nicht unbedingt verpassen, wenn sie wirklich hier in der Nähe sein sollte. Uch. Versteckt. Dadurch müssen wir. Will ich aber jetzt nicht ausprobieren. Gucken wir mal hier unten. Leonop. Ich hab's jetzt zerfetzt. Dachte ich mir. 20! Ja, wenn das nicht geil ist.
Noch 10, habe ich die 30 voll. Aber erstmal durch die Tür. Siehst du, hab doch gesagt, der Korpser verfolgt uns. So. Ja, hab's kapiert. Ach nee. Erstmal den Dicken da. Huh. Ah, Moment, ich hab doch selber die coole Knarre. Zack. Scheiß Vieh, ey. Bum, bum. Bum. Hält aber einiges aus. Aber es geht noch weiter. Alter, bleib doch mal hier stehen, ganz ruhig. Zack. Jetzt wird's aber hier. Jetzt bin ich sauer. Zack. Jetzt kommt mir noch. Da bist du. Kopf hoch. Fall auch um. Das können wir eigentlich auch ganz anders lösen. Ah, ich dachte, ich geh da hoch. Aua. Au. Oh, fall um. Geht doch. So, Munition schnell mitnehmen. Was tut deine Muni? Natürlich. Mitten im Gefecht such ich Munition. Moment. Moment. Feuer frei. Na Scheiße! Ich dachte, du gehst damit drauf hin. Ja, du gehst mir voll auf Gegner. So. Natürlich, Scharfschützen direkt erledigen. Formieren! Fertig! Was? Vorsicht! Geht mir voll am Keks. Komm mal her! Arsch! Ernst? Das kann man nicht mit mir machen. Ich glaube, da geht's weiter. Furchtbar gut aus. Ja. Aber da gucke ich noch mal eine kleine Runde hier. Noch was versteckt. Aber ich habe auch nicht mal hier ein Zeichen gesehen. Dieses typische Gears of War Zeichen. Ne, ich glaube... Hier ist Schicht im Schacht. Na, ja, ist ja nicht schlimm. Dann mal schnell hier rein. Hallöchen. Super. Aber gut. Ich würde sagen, wir beenden die Folge. Hier setzen wir einen Cut und sehen uns dann demnächst in Kürze zu Gears of War 1 Part 7. Also Leute, bis demnächst. Da hatte die gute Berserkerin nicht viel zu lachen. Okay, ich meine, gegen Hammer der Morgenröte hat man auch wenig Chance. Aber ob dadurch es schlechter wird für die, sehen wir erst wahrscheinlich in der nächsten Folge zu Gears of War 1. Also Leute, bis demnächst.